Oha, hier ist schon an. Los geht's, meine lieben Freunde. Ballen pressen ist angesagt hier. Geil. Ich feier das. Die erste Balle ist bald fertig. Oh, 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 es piept. Oh, stopp, 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 stopp. So, mit X machen wir das ganze Türchen auf da hinten. Oh, das sind aber schnucklige Ballen, ne? Oh, die sind aber niedlich. So, Entschuldigung. Ja, immer noch erkältet und so ein Scheiß, ey. Aber egal. Ignorieren. Wird schon wieder. So. Das geht ganz gut. So. Ja, da müssen wir halt nur noch mal gucken, wie wir die halt transportieren können. Also das geht ja auch bald, denke ich mal. Also das geht ganz gut später. Pi nervt da gar nicht auf den Ohren, ne? Alter, halt die Schnauze! Mach voll jetzt! Gib Gas! Schneller, es piept! Es nervt! So. Alter. Und mit Schwung den Berg darunter. Die sind echt geil, ne? Wie soll ich denn die... Gibt es da nicht irgendwas, wo man, womit man die aufgabeln kann? Oder gibt es wirklich nur... Hier! Geil! Hey! Den Trecker brauche ich aber mit Frontlader. Scheiße! Ich brauche Money, 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 Money. Ich brauche Money, Money, Money. Hat jemand Money, Money, Money für mich? Scheiße, Mann. Naja, egal, das kriegen wir schon hin. Ich muss mal eben kurz gucken, wenn ich ja schon mal hier bin, was der hier macht. Der macht nichts mehr. Das heißt, erstmal hier den Rüssel ausfahren. Und dann... Ah. Juckt mir das Ohr. So, komm, gib Gas. Was haben wir denn jetzt alles im Korntank? Bali. Ah, siehst du, ist doch Bali. Also 21.000. Das ist das Einzige, was wir haben. Das lasse ich da auch erstmal drinne. 12.000 haben wir ja dann. Damit können wir ja schon mal ein bisschen leben, sage ich mal so in Anführungszeichen. Aber. Aber jetzt mache ich das hier nochmal. Na, also den hier nochmal leer. Dann fahre ich den Anhänger nochmal auskippen, weil das andere da was anderes ist. Und dann fahren wir das alles da weg und so. Es wird natürlich jetzt ein bisschen Popelarbeit, weil das jetzt alles so Stückelskram ist. Aber da müssen wir jetzt nur mal halt durch. Aber wenn wir das alles weg haben, dann haben wir auf jeden Fall wieder ein absolut reines Feld, wo wir dann sagen können, Junge, da können wir jetzt mal richtig was Vernünftiges raufpflanzen, ja. Und nicht nur immer so eine Grütze, die wir jetzt hier fabriziert haben, leider. Aber gut, jetzt nehmen wir hier erstmal diesen Seitenstreifen da weg. Ich gehe mal davon aus, dass es Raps ist. Als wir Raps gepflanzt haben, ja, guck dir das mal an hier. Hier haben wir Raps gepflanzt. Hier kann er sich noch nicht mal entscheiden. Komm, nimm den Raps mit. Nimm den Raps mit, nimm den Raps mit, nimm den Raps mit. So, dann nehmen wir Raps halt mal mit hier. Ja, ich muss ein bisschen außenseitig fahren, weil ansonsten erkennt er immer das andere. Und dann kriegen wir keinen Ertrag raus, weißt du? Dann geht da, setzt sich das wieder auf 0 zurück. Das wäre natürlich ein bisschen blöd dann immer. Aber jetzt haben wir schon mal 2% drin. Das ist schon mal ganz gut. Und auf der anderen Seite steht natürlich auch noch was. Und ich rede ganz schön schnell. Aber umso schneller ich rede, umso schneller kriegen wir das natürlich auch hin, ne? So. Ja.
Siehst du, jetzt hat er da wieder. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, hier rein da. Hier, das will ich alles haben hier. Das ist alles meins. Alles meins. Alles meins, alles meins. So, dann haben wir das schon mal auf jeden Fall hier. Und jetzt nehmen wir das hier nochmal mit und dann nehmen wir das andere Gedöns da noch und dann haben wir das Feld auch soweit im Kasten, würde ich mal so sagen, so. Nimmt er jetzt nur noch, ja geil, jetzt nimmt er nur noch das hier Raps. So soll das auch sein. Ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich gesät habe überall, Alter. Das ist doch so schäblich und so peinlich einfach nur, was ich hier gemacht habe. Das kann man auch gar nicht zeigen in so einem Let's Play, mal. Meine Güte, ey. Meine Güte, Bauer, was machst du, ey? Denk doch mal nach, Mensch. So, mal ein bisschen Licht hier. Ey, ist ja alles kunterbunt und durch und kreuz und quer. Meine Fresse. So was Häseliges einfach. Naja, auf jeden Fall haben wir nochmal 11-12% so. Das ist ja auch mal nicht so da ganz verkehrt für diesen Streifen hier. Na, also. Ja, kommt langsam hier hoch, ne? Also ist ganz okay so. Weißt du was, das andere, das grubber ich einfach unter. Ich nehme jetzt hier das mittlere Stück da noch weg. Das meiste war rechts und links, diese kleinen Streifen. Die lasse ich einfach da stehen. Da muss ich ja jetzt nicht nochmal rumhetzen mit dem Drescher, dass ich da irgendwie was noch... Nee, komm. Das können wir doch stehen lassen. Das brauchen wir doch gar nicht. So. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt Rapsi, die Maps. Das heißt nun aber, ich muss jetzt erstmal mal kurz den Anhänger leeren. Und dann muss ich nochmal eben schnell hier so dies, das. So, Anhänger, komm hier, Kutsche, los geht's. Ich will so langsam hier mal was packen und zwar neue Tracker brauche ich ganz gerne mal. Brauche ich mal ganz gerne haben hier. Weil die Tracker, die sind so ein bisschen langsam für mich, weißt du? So langsam kann ich dann auch mal was Neues haben, weil wir haben ja schon mindestens 40 Folgen jetzt. Ne? Die 40. geht, glaube ich, heute online. Also heute, wo ich das aufnehme. Oder morgen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben wir bald die 40 Folgen. Und in den 40 Folgen haben wir noch nicht so viel geschafft. Naja, doch, wir haben schon einiges gemacht, aber... Wir hängen ja immer noch auf unseren ersten Schleppern, aber ich kann natürlich auch ab und zu mal nicht rechnen. Deswegen habe ich mich natürlich voll kalkuliert, ne? Also ein Bauer, der halt mit großen Zahlen rechnen muss, ist das natürlich schwierig. Da habe ich mich voll kalkuliert mit den Zahlen und habe natürlich voll den schlechten Deal gemacht mit Schlepper kaufen und so. Und ja, deswegen ist dann halt so missgeschickt passiert, aber das macht nun auch mal nichts. Das bügeln wir alles wieder aus. So, lalala. Ich fahre jetzt hier mal eben kurz übers Feld. Alter, das sieht schon ganz geil aus da, ne? Mit der Presse so, mit dem kleinen Tracker. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Finde ich. Also, ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. So. Alter, ey. Das ist so ekelhaft. So, schnell ein bisschen Raps hier rein. Na, 8%, Alter, das lohnt sich ja. Voll der Burner.